Herzlich willkommen bei der Sportverein Polizei Hamburg. Mein Name ist Rolf Brause, ich bin hier Trainer für Selbstverteidigung und für den Wettkampf. Das Ganze im Jiu-Jitsu und gleichzeitig eben oder parallel Vorsitzender der Abteilung. Ich freue mich, dass wir eine Kooperation haben mit der Hamburgiade und dem Betriebssportverband. Wir arbeiten seit 2-3 Jahren schon zusammen. Und dank Corona wurde das bislang immer verschoben, aber dieses Mal kommen wir wenigstens online zusammen und ich freue mich auf dieses kleine Event. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isabella. Ich bin Trainerin für Krav Maga hier im Budo-Zentrum seit 2 Jahren und freue mich sehr auf das heutige Event. Wir möchten relativ schnell erlernbare Techniken euch zeigen. Techniken, die leider im täglichen Leben heute ständig wieder vorkommen. Und leider werden immer die Schwächeren angegriffen, selten Stärkere, weil immer die Starken meinen, sie könnten Schwächere auf ihre Art unterdrücken. Diese typischen Angriffe, wir nehmen nur ein paar da draus. Bella wird sich verteidigen auf einer milden Art bis hin zu einer etwas härteren Art. Wir fangen an mit einem Angriff, das ist ein typischer Angriff. Ich ergreife sie, ich könnte ihr 10 stoßen, wie auch immer. Bella ist aber friedlich und möchte eigentlich nur ihre Ruhe haben. Ich greife immer fest dazu und Bella löst sich einfach, indem sie die schmale Seite ihres Armes in meine Schwachstelle zwischen Daumen und Zeig- und Fingerspitzen dreht und geht einfach mit ihrem gesamten Gewicht zurück und hat ihre Hand. Und wichtig dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel hinter Bella sofort hinterherlaufen würde, laufe ich in die sogenannten Fäuste. Wenn ich sie ziehen würde an einer Hand, macht sie genau das Gleiche. Sie löst eigentlich ihre Hand. Wenn ich beide Hände greife, kann sie im Endeffekt, wenn ich nur fasse, genau das Gleiche machen und ist wieder selbstverteidigungsbereit, steht sie vor mir. Ich könnte jetzt natürlich hinterherlaufen, aber ich würde wahrscheinlich Schmerzen haben. Wenn ich es unbewusst mache, ich laufe einfach hinterher, laufe ich genau in die Faust. Auch natürlich, das ist jetzt ein bisschen mehr Technik, im Wohnzimmer schlecht machbar, ich ziehe sie. Ganz langsam, ich ziehe sie einfach, sie weicht einfach aus, meine Energie, und bringt mich jetzt zu Boden. Jetzt greife ich diagonal, genau das Gleiche, Schwachstelle, Daumen, Zeigefinger. Bella schneidet einfach nur und ist weg. Genau das gleiche Prinzip. Eng am Handgelenk, die Handkante und schneiden. Ist die gleiche Wirkung, lösen. Es gibt so ein Zwischending zwischen weich und hart. Wir haben im Jiu-Jitsu auch einen Griff sprengen. Griff sprengen heißt immer, spreng ist hart. Wenn ich jetzt beide Hände fasse, eine Hand löst sie wie eben und jetzt sprengt sie die andere. Dieses Sprengen erfolge ich ebenfalls hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Wenn Bella jetzt auf mein Handgelenk jetzt schlägt, werde ich öffnen. Einmal noch, eine Hand löst, die andere Hand sprengt. Das gleiche kann ich natürlich auch mit der Faust machen. Das kann ich mit dem Kopf machen, das kann ich mit dem Schienbein machen. Das ist alles egal. Leider ist es heute das gerade Schwächere. Das ist ja nicht nur, dass man an den Arm fasst, wie wir eben gemacht haben, sondern viele wollen ja auch würgen, böse Angriffe. Beim Würgen ist für mich immer ganz wichtig, würgen ist ein lebensbedrohlicher Angriff. Das ist nicht so, ich kann nicht, wenn einer mich würgt, noch anfangen mit ihm reden. Das geht nicht. Ich muss also handeln, weil jede Sekunde, die ich gewürgt werde, ist meine Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen.
Und was das heißt, ist im Endeffekt Ohnmacht bis hin zum Tod. Wenn ich Bella jetzt würge, ich nehme es jetzt ganz bewusst lang, wird Bella nichts anderes wie eben meine Handgelenke verhebeln, indem sie einfach, ich sage immer, einen Apfel von dem Baum pflückt, der senkrecht ist, und jetzt einfach ihren Körper leicht drehen. Jetzt löst sie über einen Hebel meine Hände und macht natürlich instinktiv, sie ist wieder in der Selbstverteidigungsposition. Beim Würgen ist das egal, die Technik ist immer die gleiche. Ich muss eng an den Handgelenken arbeiten, als Verteidiger, um diese Hebelwirkung der Hände hinzukriegen. Wenn ich Bella von der Seite würgen würde, kann sie jetzt ebenfalls dicht vom Körper hoch, geht dicht an meine Handgelenke und löst. Das kann ich, sie kann jetzt einmal von hinten genauso. Ideal ist noch, sie macht einen ganz kleinen Schritt nach vorne, ich bin ein bisschen aus dem Gleichgewicht und jetzt zieht Bella nur wieder hoch, dreht und sie ist aus dem lebensbedrohlichen Angriff raus. Das Gleiche an der Wand, es ist das gleiche Prinzip, nur mein Druck ist jetzt direkt in diese Richtung. Wenn Bella, geh mal bitte nur raus, wenn Bella nur einen kleinen Schritt zur Seite macht, ist meine Druckrichtung enorm geschwächt. Wenn sie jetzt aber noch die gleiche Technik wie eben macht, ist das die Situation. Das kann ich genauso von hinten machen. Wenn ich Bella würge, jetzt, gleiche Situation. Wir werden immer wieder gefragt, ja, aber wenn er die Arme anwinkelt, jetzt haben wir ja eben, damit man es besser sehen kann, lang, ich kann das gleiche kurz machen, konzentrierter machen und Bella macht trotzdem die gleiche Technik. Es ist also egal, es ist immer die gleiche Bewegung. Ich schneide eng an den Handgelenken und so starke Hände oder Gelenke hat, glaube ich, keiner. Bei schlagenden Angriffen, im Kampfsport sagt man das eine, das sind die Artemi-Techniken, also alles, was mit Händen, Füßen, Knien, Kopf, Ellenbogen gemacht wird, sind Artemi-Techniken. Und ich werde jetzt Bella eine Ohrfeige hauen, die nicht gebremst ist. Und Bella macht den sogenannten Passivblock. Wir zeigen ihn gleich von beiden Seiten, damit er wirklich auch gut gesehen wird. Ich mache ihn ganz langsam und mit ganz wenig Druck. Ich komme mit der anderen Hand. Es ist egal. Wenn hier jetzt eine Faust am Ende ist, hat Bella mit Sicherheit einen blauen Fleck, aber ihr Kopf ist geschützt. Wir machen es jetzt mit der flachen Hand, damit es nicht ganz so doll wehtut. Ich werde bewusst mit der rechten Hand ziemlich hart zuschlagen und ich glaube, Bella wird mich weiter angucken. Ich komme. Passivblock, sehr schnell zu erlernen und vor allen Dingen ein sehr, sehr guter Schutz für den Kopf. Wenn ich ein sehr aggressiver Angreifer wäre, sie weiß es, der Kreis ist schlechter, dann geht sie direkt in die Offensive danach, das ist dann defensiv-offensiv und bringt mich einfach dann in der Form kontrolliert sie meinen Arm bewusst, der ist gebunden, den könnte man jetzt hebeln, wie auch immer, aber daran könnte sie mich führen. Und wenn Bella jetzt zum Beispiel eine Artemi, also Schlagtechnik, machen würde bei mir, ist diese Hand erstmal für sie nicht gefährlich. Das ist so der Hintergedanke. Ja. Wir haben gerade Kontaktangriffe gemacht und auch eben Artemi bzw. Schlagangriffe. Und wir möchten jetzt einfach auch mit den Füßen eine Technik zeigen. Die Technik eben mit einem Fußstoß, so nennt sich das halt, in den Bauch. Wir machen das Ganze jetzt ein klein bisschen schneller, weil es ist eine sehr runde Bewegung und wenn der Rückriss erfolgt, ich habe jetzt eben mich fallen lassen, mich rund gemacht, ist das eine sehr harte Technik. Muss man ein klein bisschen üben. Ich greife mit dem Fuß an. Bei dem Rückriss fasst Bella bei mir von hinten an den Kopf und versucht meinen
Zentrum hinter meinen Körper Schwerpunkt zu bringen. Das heißt, in dem Moment, wo mein Gehirn hinter meinem Körper ist und mein Rücken noch gebeugt ist, bin ich instabil und der Werfende bestimmt weich oder hart. Er kann mich zu Boden führen und er kann mich zu Boden brutalst werfen. Sehr hart werfen, nicht brutalst. Also wir möchten euch jetzt nochmal zeigen, am Boden wird ja heute leider auch immer häufiger weitergeschlagen. Leider viel zu lange, aber auch da kann man natürlich Selbstverteidigungstechniken erlernen. Und wir zeigen jetzt eigentlich den Rückblick. Im Stand haben wir den Passivblock gemacht und das Gleiche kann ich auch am Boden machen. Der hat sich bewährt in allen Vollkontaktkämpfen. Ich bringe Bella jetzt einfach nur zu Boden. Setze mich auf sie und ich möchte schlagen. Ich nehme bewusst jetzt die Faust, ich werde natürlich nicht voll zuschlagen. Bella schützt ihren Kopf. Wichtig. Blauer Fleck, leicht zu ertragen. Ich merke, oh, sie hat einen Block. Jetzt komme ich von der anderen Seite. Natürlich hat sie da auch einen Block. Ebenfalls ein blauer Fleck. Jetzt sage ich, jetzt will ich aber von oben senkrecht runterschlagen. Ebenfalls ein Block. Immer passiv Block. Ein Geübter, das ist eine kleine Trainingssache, der leitet diese Energie weiter übernimmt und dreht einfach um. Relativ einfach. Ich wiege 40 Kilo mehr als Bella. Sollte möglich sein. Wichtig, sie kontrolliert hier meinen Arm, damit ich da keine Technik mehr machen kann. Ihr ganzes Körpergewicht liegt eigentlich auf meinem Oberarm und damit kontrolliert sie mich im Körper. Und steht dann nach hinten auf, in der Hoffnung, da ist Hilfe. Wir haben ja eben gegen Schlagtechniken, Atemitechniken, Schlagtechniken gezeigt. Das Gleiche gilt natürlich auch. Das muss man klein bisschen üben, aber irgendwann kann man sehr schnell sehr viel schwerere Leute bewegen. Das ist nicht schwer. Da sind wir im Technikbereich ein klein bisschen weiter. Aber das kann man selbst im Wohnzimmer üben mit seinem Partner. Wenn ich Bella jetzt würge, kann Bella zwei Möglichkeiten. Das haben wir nämlich schon gesehen. Sie löst und verhebelt meine Hände. Und mit dem gleichen Arm praktisch leitet sie mich Richtung nach vorne und ist auf einmal oben. Bella hat liebevoll den Bürger angesetzt gerade. Kann man machen, wenn ich jetzt aber sage, ich bin bärenstark und ich nehme den Arm einfach weg. Dann ist sie da und das Spiel kann man eine Minute machen. Klar, ich verliere immer mehr Luft und sie wird immer stärker. Das ist nur eine. Man kann natürlich auch sagen, ich mache eine Schlagtechnik und ist weg. Oder auch, man macht gar nichts, man stößt sich einfach vom Körper des Angreifers ab und ist weg. Beim Tritt ist egal, wir haben jetzt ausgesucht, Tritt zum Kopf und Tritt zum Körper. Zwei Techniken, die leider auch auf der Straße passieren. Wenn ich Bella zum Kopf treten möchte, sie macht eins richtig, sie macht sich schon mal klein. Und ich werde jetzt Bella gegen den Kopf treten. Sie blockt es. Jetzt lässt Bella ihre linke Hand ist es, unten an meinem Fuß liegen, fühlt, und ich bin ja ein Bär von einem Mensch, und sie würde jetzt versuchen, mein Knie nach hinten zu drücken. Ich würde jetzt ja gegendrücken, weil ich bin ja der starke Mann. Und jetzt leitet Bella mich einfach um, macht mich instabil über die Innenseite des Knies. Und ich liege wirklich wie eine Ente. Bella könnte jetzt weiterarbeiten in der Verteidigung. Sie könnte einmal natürlich den Genitalbereich schlagen. Und was eben auch wichtig ist, schnell weg von den Idioten, nach hinten aufstehen. Wenn ich... Lest du dich bitte nochmal hin. Wir empfehlen immer, gerade jetzt, wenn ich über einen sogenannten Beinhebel jemanden zu Boden bringe, jetzt gerade Mann gegen Frau oder sehr stark gegen sehr schwach, der Druck in diese Richtung ist relativ, nicht zu, wenn es schnell kommt, sehr schwer zu sperren, weil ich kann noch eine Gegenzugbewegung machen. Von innen rein, da kann ich noch so tolle Beine haben, das funktioniert nicht. Wichtig ist nur, Bella hat unten mit der Hand ein Gegenlager
und das hier relativ schwach. Jetzt erzähle ich nicht mehr, ich preise sie einfach an. Das Ganze, was wir jetzt eben gemacht haben, das sind Selbstverteidigungstechniken, die kann man natürlich, jede Selbstverteidigung kann auch offensiv ausgeführt werden. Das heißt, einmal mache ich es sehr verhalten, einmal mache ich es sehr aggressiv. Und das Ganze gibt es in einem Sport eben. Und wir haben das bei uns, in Deutschland ist das eben der Eikampf, International Combat. Und wir haben von der SVP ein sogenanntes Combat-Team, die kämpfen genau in diesem Stil, wo geboxt wird, getreten wird, wo am Boden gekämpft wird und am Boden auch weiter geschlagen wird. Das ist eben gleichzusetzen, natürlich mit Regeln, mit dem alten Pankratz nochmal zur Erinnerung. Pankratz ist die erste olympische Kampfdisziplin gewesen. Damals ohne Regeln, Aufgabe oder der Tod hat den Sieg entschieden. Wir haben natürlich heute, weil wir den Sport betreiben, das in ein Regelwerk eingepackt, aber das wird dann schon sehr dynamisch, weil man eben auch eben Verteidigung weich und hart machen kann. Und wir versuchen so ein Mittelding auch im Training. Und ich habe ein paar Kämpfer aus unserem Team hier, die zeigen einfach nur ein paar lockere Kampfbewegungen oder wie dynamisch diese Techniken sein können. Treten, schlagen, Hände benutzen. Bei Bella habt ihr es gesehen, wenn sie zurückgegangen ist, sie war sofort, beide Hände oben, sofort hätte sie boxen können. Das war jetzt eine kleine Demonstration von Techniken. Viele Elemente aus dem Krav Maga und viele Elemente aus dem Jiu-Jitsu. Und das Ganze zusammengefasst ist eben halt unser Eilkampf. Und ich hoffe, dass wir uns morgen bei dem Livestream alle nochmal wiedersehen werden. Und da könnt ihr natürlich zu allen Themen Fragen stellen. Alles das, was euch interessiert, wir stehen selbstverständlich für euch zur Verfügung. Herzlichen Dank. Wir grüßen jetzt kurz ab. Gut. Schönen Dank.